Lasst uns anfangen. Und ja, wie man sehen kann, ist das auch unsere letzte Sidequest, die wir haben. Was wollt ihr? Kleinigkeit. Kinderspiel. Und ja, hier genau an der Stelle sollte. Ach ja, hier noch mehr Nachtbestien. Also ich werde meinen Spaß hier haben. Eigentlich alles noch mal freizuräumen. Was wollt Und ihr? Los! So, den Steinbruch, den bauen wir so Frisch hin, weil dann ans können wir Berg. hier den Stein mit hinsetzen. Oh. Vorräte? Waren die da schon immer? Seid ihr aufpassen. Nicht, dass das hier jetzt der Schatz ist. Und ich mich gleich ermorde. Dieser Kahn ist gefüllt mit Waren, die warm vom Karren nehmen. Rohstoffe wurden im Vorrat. Wow, 300 Eisen. Das ist jetzt saumäßig viel, ey. Also ja, mein Militärzeug, das könnt ihr hier unten errichten. Was steht an? Also hier in die Ecke mal ein kleines Haupthaus. Pflanzen. Ah ja, hier müsste der Schatz sein. Ja, das ist nur eine Truhe. Ja, wie wir wissen, ist Flink nicht gerade der es genau nimmt. Deswegen sollten wir hier so wieder die 50 Wächter mindestens raushauen. Ja, ich sollte hier oben Nahrungsproduktion errichten. Aber erstmal ordentliche Steinproduktion. Das Gebäude ist fertig. So, Steinmetz. Gibt es Arbeit? So gut wie erledigt.
Also ja, das wird natürlich wieder eine Weile dauern. Könnte auch ebenso gut Eisen hier abbauen. Aber hier unten sollte es auch tun. Also hier die Schmelze und die Schürferei. Und hier außerhalb können wir dann die Militärgebäude hin platzieren. Ja. Kann ich mich ja trotzdem mal darüber porten und mich da umsehen. Weil hier geht's gerade nicht durch. So, wie gesagt, jetzt kommen dann erst einmal. Was steht an? Kleinigkeit. Jetzt kommt erstmal das Nahrungslager. Eine meiner leichtesten Übungen. Dann ist hier unten genug Platz und hier drüben genug Platz für Schweinezüchter. Aber ja, auch hier sind Lykaner. Ja, das hier würde sich hauptsächlich fürs Eisen rentieren. Ich höre. Frisch ans Werk. Ihr wünscht? Eine meiner leichtesten Übungen. So, die ersten beiden Schweine zuchten. Sind ja auch hier oben die einzigen beiden Steine. Okay, die gehören sogar zusammen, die Steinvorräte. Gut, hier wäre noch Stein, aber hier muss ich Mondsilber abbauen. Was wollt ihr? Von daher gehen wir es langsam an. Spuckt in die Hände, Männer! Ich nehme nämlich nicht so an, dass wir es jetzt so eilig haben. Und wie gesagt, das ist unsere letzte Sidequest. Ich glaube, wir kriegen sogar gar keine mehr. Also, im Gegensatz zu Order of Dawn ist die Anzahl der Sidequests in Breath of Winter sehr überschaubar. Was steht an? Schon so gut wie erledigt. Was wollt ihr?
Also ja, vielleicht können wir hier drüben noch einen hinbauen dann. Ja, hier hinten. So, eine meiner leichtesten Übungen. Hin. Das heißt, einen Zwerg holen wir uns erstmal noch. Gibt es Arbeit? Das Gebäude ist fertig. Ja, gehen wir mal hier vorsichtig weiter. Hier sind nämlich auch Höhlen. Ihr wünscht? Nicht, dass wir in Lykana reinrennen. Oh, und du wärst schon außerhalb. Egal. Okay, hier ist kein Lykaner in der Nähe. Und ja, ich lade sie lieber Lykaner als Lucien. Das klingt so seltsam. Dann denken an Zwergenarbeitern brauche ich auch nicht geizen. Okay, da sind Luciens. Jetzt hätte ich sie doch wieder Lucien. Da sind Lykaner. So. Kinderspiel. Ist die Frage. Ich könnte da. Steinbrett hinquetschen. Könnte ich. Oh ja, ich könnte da einen Steinbruch hinquetschen. Okay. Dann machen wir das einfach mal. Hey, Boys. Also ja, ich werde mir hier auch die Zeit nehmen, aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession, weil wir sind ja gerade im Aufbau, sondern in der nächsten Aufnahmesession dann. Die hier alle abzumurksen. So. Steinbruch. Ich hoffe, die gehen dann auch hier Steine klopfen. Weil der Steinmetz halt hier ist und nicht da drüben. So kriegen wir dann nämlich. Gibt es Arbeit? Kinderspiel. So, Mondsilbermine. Dann 6 weitere Arbeiter. Die dann anfangen mal Eisen da unten. Also erst ein mittleres Haupthaus und dann Eisen.
So, weil jetzt kriegen wir auf jeden Fall Steine rein. Ich höre. Kinderspiel. Was wollt ihr?